Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Ja, ich wurde von euch des Öfteren jetzt schon gefragt, wo ich denn meine Musik oder meine Bilder herbekomme. Und da möchte ich euch, wie gesagt, ein kleines Spezial zu präsentieren. Einfach dann hier in dieser Playlist nochmal nachschauen in den anderen Dingen, was ich damit wie wo mache, wie ich die ganzen Bilder dann bei Map Tool einbinde, bei Fantasy Ground oder auch mit Photoshop arbeite. Aber wir schauen uns einfach erstmal die Musik an. Ja, Erdenstern begleitet mich schon. Ja, relativ lange, seit 2 Jahren. Ich habe die gefragt, ob ich die Musik benutzen darf, und die haben gesagt, ja, mach das. Darf halt einfach nicht kommerzialisiert werden, was ich ja wie gesagt nicht tue. Ich werde hier von niemandem gesponsert oder so, leider. Und ja, ich habe da verschiedene Dinge, die könntet ihr euch einfach irgendwo mal hier im Shop ansehen. Hier gerade Into the Blue, die ganzen Into the irgendwas, die könntet ihr euch mal ansehen. Die sind relativ gut, muss ich sagen, je nachdem, wo man gerade rumläuft, wenn man im Wasser ist oder auf dem Wasser. Into the Blue, wenn man dann in der Dunkelheit spielt, in irgendwelchen Dungeon, Into the Dark, in der Wüste, Into the Gold, Into the Green, dann im Wald. Das setzt sich hier beliebig fort. Also für jedes Topic kann man sich dann da irgendwie was zusammenstellen. Wenn man dann mit Berge des Wahnsinns spielt, hat man so ein bisschen 1920er Musik. Das ist dann von Cthulhu, und ja, je nachdem, was man hier so alles irgendwie bespielt, sind da eine ganze Menge Sachen dabei, die man benutzen kann. Auch hier nochmal in den Genres nachgucken. Das also zu der ersten Musik, die ich hier empfehlen möchte. Es gibt natürlich auch nochmal die Seite von Ralf Kurzifer. Da habe ich jetzt auch vor allem dann die Hexenklänge mit eingearbeitet. Der hat aber auch noch ganz viel für das Schwarze Auge auch gemacht. Die Sphärenklänge sind dann noch neu von ihm und offiziell besetzt. Hier auch für Schleiertanz und Schleierfall gibt es eine eigene musikalische Aufarbeitung des Ganzen. Da könntet ihr einfach mal reinschauen. Jetzt für Havena kommt demnächst noch ein paar Dinge. Da so einfach auch mal reinschauen, was er hier oben dann noch für Sachen gemacht hat. Ist auch ein cooler Typ. Ja, was ich sonst auch noch unglaublich gut finde, Tabletop Audio, wurde auch schon das ein oder andere Mal bei verschiedenen Leuten vorgestellt. Auch hier kann man dann sortieren. Entweder man nimmt sich alle, man kann hier auch mit dem Keyword-Filter arbeiten, oder man sortiert das einfach nach Fantasy-Sachen, nach Sci-Fi, also Science-Fiction oder nach Horror oder so ein Blödsinn. Je nachdem, wo ich gerade bin, einfach mal anhören, kann man direkt dann runterladen, saven. Oder in seine eigene Liste adden, wenn man sich hier irgendwie registriert hat, oder man kann es auch direkt abspielen. Man kann dann auch ein Taverne darstellen mit Geräuschen, mit Geklapper. Das würde auch alles gehen. Da kann man sich ein bisschen mal hier umsehen, was Tabletop Audio hier alles anbietet. Da müsstet ihr euch dann ein bisschen informieren, einfach mal reingucken. Da gibt es eine ganze Menge, was ihr euch hier an Musik runterladen könnt. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich eine ganze Menge Bilder dann bekomme, und die bekomme ich alle von The Wyand Art. Das könnt ihr hier oben erkennen. Einfach mal in die Beschreibung reinsehen. Da werde ich dann verlinken, wie man dann zu diesen Karten kommt. Hier kann man sich dann eben auch auf der rechten Seite ein bisschen weiterklicken, von hier aus durchgehend. Da kann man dann sich einfach mal ansehen, ja, was brauche ich gerade? Ich brauche hier irgendwie eine kleine Dorfkarte, wo ich dann irgendwie eine Brücke habe am Fluss, und kann man ja natürlich auch also umbenennen, wenn man mit Photoshop ein bisschen versierter ist, aber da kann man eine ganze Menge mitmachen. Und wie gesagt, dann kann man sich hier eben überall weiterklicken. Ich habe mir hier auch ein Account angelegt, und da kann man sich die Sachen eben auch speichern, zu den Favoriten enden oder die Leute eben merken. Das heißt, wenn hier Sir Inkman was Neues dann gezeichnet hat, dann wird mir das auch direkt über die Mitteilungen angezeigt. Wer das also ganz interessant findet. Also wie gesagt, gerade hier mit dieser rechten Seite arbeiten, da kommt man dann auch zu anderen Künstlern, die ähnliche Sachen gezeichnet haben. Einfach mal ein bisschen rumschauen. Ich habe hier so ein paar gespeicherte Leute drin, wenn euch das also interessiert. Da kann ich auch mal so den einen oder anderen, könnte ich ihn da mit reinnehmen. Je nachdem, ob das dann Fotos sind oder gezeichnete Sachen. Hier bei Rana sind das dann gezeichnete Sachen. Hier haben wir, wie gesagt, Fantasy. Dann haben wir hier ein bisschen Science Fiction. Hier ist auch ein bisschen Science Fiction. Ja, da kann man sich eben hier durch diese Seite durchscrollen und gucken, was die so alles neu gemacht haben. Oder man kann eben auch bestimmte Topics oder Themen eingeben. Das heißt, ich kriege hier immer die ganzen neuen Sachen für Call of Cthulhu oder für das Schwarze Auge. Auch da könnte man sich mal reinklicken und schauen, was da in dieser Gruppe so gemacht worden ist.
Ja, die andere Alternative neben Deviant Art wäre dann noch Pinterest. Auch da kann man sich eine ganze Menge an Sachen ansehen, auch runterladen. Das würde ich euch auch empfehlen. Hier nerven sie mich gerade mit dem Anmelden ganz oben, aber da kann man sich dann einfach registrieren, anmelden und dann sich seine eigenen Pins speichern. Da ist auch eine ganze Menge, was da eben von Deviant Art rüberschwappt oder alles, was man irgendwie über die Google-Bildersuche erreichen kann. Wer da also noch fündig werden möchte, der kann das eben tun. Ja, und alternativ sonst die ganz normale Google-Bildersuche, auch das klappt, aber das muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht vorführen. Wie man bei Google nach Bildern sucht, ich glaube, das ist ein bisschen irrsinnig, da dann einfach entweder mit den deutschen oder mit den englischen Begriffen arbeiten, damit man da seine Sachen findet. Also Ritter oder Knight eingeben oder Fantasy und dann Castle, wenn man eben sowas hier haben möchte. Ja. Also, wie gesagt, da muss ich euch nicht zu sagen, aber ich wollte euch in der Kürze einfach mal vorstellen, wo ich meine Sachen herbekomme, damit ich da eben mit arbeiten kann. Gut, damit würde ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Spezial gefallen. Wie gesagt, ich wurde danach gefragt und das ist meine Antwort. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.